Mein Name ist Dr. Thilo Fuchs vom Veterinäramt des Landkreises Vechta. Bezüglich der Schweinepest, die jetzt in Belgien 60 Kilometer von der deutschen Grenze festgestellt wurde, haben wir unsere Risikoeinschätzung nicht geändert. Die Gefährdungslage ist nach wie vor unverhältnismäßig groß, gerade auch durch Einträge von Lebensmitteln, Speiseabfällen. Die aktuellen Ausbrüche in Belgien werden höchstwahrscheinlich auch durch menschliches Zutun verursacht worden sein. Die Schweinepest, die afrikanische Schweinepest, ist nicht auf Menschen übertragbar. Es gibt also keine Gründe, dass jetzt die Bevölkerung oder irgendjemand anders sich Sorgen machen muss, dass andere Tiere oder Menschen als Schweine da irgendwo von betroffen sind. Was aber grundsätzlich natürlich auch im Vorfeld, auch jetzt unbedingt beachtet werden muss, ist, dass man keine Lebensmittel, tierische Produkte, insbesondere von Schweinen, aus solchen Risikogebieten, solchen Gebieten hier bei uns in den Landkreis bringt. Aufgrund unserer zahlreichen Hausschweinebestände wäre das ein unvertretbares Risiko, sodass wir appellieren, von Urlaubsreisen, Jagdreisen keine tierischen Produkte mitzubringen. Mein Name ist Johannes Wilking, Kreislandverband Vechta. Der ASP-Ausbruch in Belgien besorgt uns schon grundsätzlich, obwohl jetzt unmittelbar keine Gefahr davon ausgeht, aber dadurch, dass der Ausbruch auch sehr dicht an der deutschen Grenze, ca. 60 Kilometer entfernt, stattgefunden hat, sind wir, glaube ich, insgesamt als deutsche Landwirtschaft dort schon jetzt aufgefordert, auch sehr viel Aufmerksamkeit, insbesondere hinsichtlich Bio-Sicherheitsmaßnahmen auch an den Tag zu bringen. Also von dem Fall in Belgien können die Vechteraner, Schweinehalter gar nicht profitieren. Ganz im Gegenteil, es gibt auch eine gewisse Solidarität innerhalb der ganzen Tierhalter. Das wird schon mit Sorge gesehen, aber wir haben da jetzt keinerlei betriebswirtschaftliche positive Effekte. Ganz im Gegenteil, wir sehen es ja am aktuellen Preis, das hat um 4 Cent nachgelassen, dass gegebenenfalls da sogar auch eine Zurückhaltung besteht bezüglich der aufnehmenden Hand. Vielleicht auch etwas Zurückhaltung beim Einstallen von Pferden. Also bislang ist ja mit dem neuen Fall auch wieder ein Wildschweinbestand betroffen, nicht der Hausschweinebestand, sodass erstmal unmittelbar für den deutschen Markt keine Auswirkungen zu erwarten sind. Sicherlich sollte der Fall der Fälle eintreten, was wir alle nicht hoffen, dass in Deutschland auch dann wahrscheinlich in einem Wildtierbestand der Fall eintreten würde, dann hätten wir schon deutliche Verwerfungen auf dem Markt zu erwarten, weil viele Drittländer, in die wir gerade große Teile unseres Schweinefleisches exportieren können, dann sicherlich nicht mehr die ganzen Mengen aufnehmen würden.